Wenn wir im Koran nachschlagen, finden wir zahlreiche Verse, in denen verdeutlicht wird, dass die Verschiedenartigkeit und Verschiedenheit der Menschen von Gott gewollt ist, von Allah. Beispielsweise heißt es in der Sura Ar-Rum: Zu seinen Zeichen gehört die Schöpfung der Himmel und der Erde und die Verschiedenartigkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Darin sind für wahr Zeichen für die Wissenden. Und ebenso heißt es in der Sura Al-Hujurat: O ihr Menschen, wir erschufen euch aus einem Mann und einer Frau und machten euch zu Völkern und Stämmen, auf dass ihr einander kennenlernt. Wahrlich, die bei Allah am meisten Geehrten sind die Gottesbewusstesten unter euch. Und damit ist festgelegt, dass die Menschen auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen und dass ihre Verschiedenheit von Allah, von Gott, für sie vorgesehen ist. Die Verschiedenartigkeit wird ausgedrückt durch die Sprachen, durch die Hautfarben, durch die Völker und durch die Stämme. Und diese Unterschiede sollen zu einem Kennenlernen der Menschen führen. Dieses wiederum wird dann zu ihrer Entwicklung beitragen. Denn dadurch, dass die Menschen verschieden sind, entstehen bei ihnen verschiedene Ideen. Und aus den verschiedenen Ideen entstehen verschiedene Entwicklungen und verschiedene Fortschritte. Und so lehren sich die Menschen gegenseitig. Wären sie aber alle gleich, wäre das nicht denkbar. In einem weiteren Schritt in der Sura Hud wird gesagt: Und wenn dein Herr es gewollt hätte, hätte er alle Menschen zu einer Gemeinschaft gemacht. Aber sie werden nicht aufhören, uneins zu sein. Und im Lichte des bisher Gesagten bedeutet das eine Aufforderung an Menschen, andere Religionen heranzutreten und sich so intensiv mit ihnen bekannt zu machen, dass man miteinander für die Menschheit wirken kann. Aber auch für die einzelne Person bietet die Auseinandersetzung mit Menschen anderer Religion und mit anderen Religionen insgesamt einen reichhaltigen Schatz für die eigene Entwicklung, für die Erweiterung des eigenen Horizonts und für die Reflexion der eigenen Religion. Damit ist der interreligiöse Dialog von unschätzbarem Wert für die theologische und die religionspädagogische Ausbildung. Am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück wird dafür Raum geschaffen. Und als besonders fruchtbar haben sich hier die guten Beziehungen mit den Instituten für evangelische Theologie und für katholische Theologie an der Universität Osnabrück erwiesen. Studierende des Instituts für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück werden damit zu beteiligten Akteuren, wenn es darum geht, an einem Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft zu arbeiten.